Zwei Töpfe haben wir dann noch übrig. Gut, hier dauert es noch 12 Minuten, bis ich wieder sehe, was ich da wegschicken kann. Geil. Das ist schon mal super, dass ich dann den Bahnhof dann bald auf Level 5 habe. Das ist halt für die Zug-Events voll doll wichtig. Voll doll. Was ist denn hier mit dem Dock? Gibt es hier irgendwas, was einfach wäre abzugeben? Ja, vermutlich schon, aber dann komme ich mir vielleicht wieder mit dem Lagerplatz in die Quere. Ich bin gerade froh, dass alles andere so gut funktioniert. Da muss ich mir jetzt nicht selbst noch einen Ast zwischen die Speichen schmeißen. Das wäre nämlich ein sehr schmerzhaftes Unterfangen. Also das Stock in die Speiche schmeißen jetzt nicht so, aber die Reaktion darauf, quasi einen Überschlag übers Fahrrad zu machen und dann auf dem Boden zu landen und sowas, der Unfall, der daraus resultiert, das wäre schmerzhaft. Und zwar so richtig doll. Na komm, jetzt haben wir hier. Ah, okay. Danke. Wie viel Butter habe ich jetzt? Naja, ein bisschen was geht natürlich immer. Aber gerade so Sachen wie Honig und Milch und so, die brauchen ja immer so lange. Und davon mehr zu haben, ist schon hart sinnvoll. Wirklich hart sinnvoll. Ich denke mir, ihr könnt es euch denken, aber es ist wirklich sehr warm. Es ist wirklich sehr warm. Deswegen trinke ich auch so viel, weil es warm ist. So, ich denke mal hiernach. Aber ich weiß es halt auch nicht. Dankeschön. Ja, genau. Also wie gesagt, warten wir mal ab. Denn im schlimmsten, wenn das sechste Mal gießen auch so lange dauert, also beziehungsweise vom sechsten bis zum siebten Mal auch so lange dauert, dann kann ich ja immer noch
Dünger benutzen. Aber dann brauche ich einen Dünger weniger. Und wenn es danach plötzlich schnell ablaufen sollte, dann kann ich mir den Dünger eventuell ganz sparen. Oder auf jeden Fall ordentlich. Deswegen bin ich auch noch einen kurzen Moment da. Und so zwei, drei Sachen möchte ich schon noch anklicken, bevor ich dann erstmal wieder verschwinde. Ja, aber bei Omi ist erstmal schön, da wird schön produziert, alles voll. Hier fehlt's noch, aber wie gesagt, da fehlt noch eine Jack Hera. Ich habe ja zwei, da kann ich dann also hier auch noch mal eine Runde THC Öl machen. Ah, genau, die G13 Haze werden auch langsam fertig. Die brauchte ich ja für Milch. Genau. Es wäre vielleicht dann auch schlau, wenn ich nach dem Honig mich direkt um Milch kümmere. Zumindest so ein, zwei Mal. Das dürfte ich hinbekommen, bevor ich gehe. Oder braucht Honig 20 Minuten? Nee, 15. Denn Butter. Aber Butter geht schnell und Marshmallows gehen auch schnell. Mehl geht auch schnell und Schokolade und Honig sind quasi gleich. Aber davon habe ich 15 auf Lager. Sehr schön. So muss das sein. Immer schön eine Sache nach der anderen. So, was ist mit Bahnhof hier? Gut, in 4 Minuten ist der obere wieder da. Und so wie ich mir das denke, kann ich den dann auch direkt wieder wegschicken. Was bedeutet, dass ich dann auch wieder zweimal Handsprit zusammenbekomme. Für den hier, der kommt aus Anaheim. Ist da nicht auch ein Disney-Dingens? World oder Land oder wie das heißt? Disney World? Ja gut, das ist gleich durch. Und da wird's jetzt auch gleich spannend. Aber zwei Töpfe habe ich noch. Bei denen entscheide ich dann gleich, was ich da noch reinhaue. Aber noch mehr G13 Haze werde ich wohl erstmal nicht brauchen für meine Pläne. Falsch.
Und mehr THC-Öl auch nicht. Und ganz davon abgesehen, dass ich dafür ja eh Jack Harrah brauche.